Ja, also ich bin eigentlich in eine sehr künstlerische Familie sozusagen hineingeboren worden. Meine Mutter war Künstlerin, Aktionskünstlerin in den 60er Jahren und ich bin quasi, war die Kunst in unserer Familie immer so das Zentrum, um das sich alles gedreht hat. Meine Mutter hat nämlich einen Teppich von mir angefertigt, da hat sie alle Kleidungsstücke von der Geburt bis zum, ich glaube, sechsten, siebten Lebensjahr zerschnitten und in einem Flickenteppich verarbeitet. Das sollte mein Lebensteppich da eben sein. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Also sie hat dann auch mal gemeint, meine Frau sollte den weiterweben, aber die hat sich geweigert, was ich gut verstehen kann. Bin dann in die Eifel gezogen, also weg von meiner Heimatstadt, in ein kleines Dorf, in eine Steinmetzgegend und habe da eine Steinmetzlehre gemacht. Und dann bin ich eigentlich weitergegangen und habe mir ein Bildhauer- bzw. Kunststudium gesucht, wo ich dann wieder meinem Lehrer Wilhelm Reichert begegnet bin, der sich sehr viel mit Formensprache, Formenlehre, Metamorphosenlehre und eben jetzt Kunst in Bezug zu organischen, natürlichen Verhältnissen entwickelt hat. Da geht es eben jetzt nicht nur darum, irgendwie jetzt Natur zu beobachten und zu kopieren, sage ich jetzt mal, sondern es geht darum, dass man die natürlichen Zusammenhänge in ihren verborgenen Qualitäten studiert.